Moin auf dem Kleingartenkanal. Wir haben Pfingsten 2024. Petrus hat uns ein paar schöne Tage beschert, sonnige Tage, ohne Regen, hier im Norden zumindest. Und ich zeige euch mal, was in der Zwischenzeit hier im Garten so passiert ist. Bleibt dran! Im Gemüsegarten haben wir alle Beete jetzt bepflanzt und hergerichtet. Und so sieht das jetzt aus. Hier vorne ist das letzte Schutznetz drüber gekommen. Das sind Bohnen. Das Netz ist gegen die Vögel. Hier zwischen den Erdbeeren sind gelbe Bohnen. Und hier sind grüne. Kann aber auch umgedreht sein. Ulrika weiß das besser. Hier haben wir die Gurken an dem eigens gezimmerten Rankgerüst. Das hatte ich euch gezeigt. Keine große Sache. Hier stehen Paprika, die wir übrig hatten und die es nicht ins Gewächshaus geschafft haben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die sehen hier draußen besser aus wie die im Gewächshaus. Kann aber auch sein, dass der Eindruck täuscht. Und dann haben wir hier Rotkohl. In die Ecken haben wir noch Tomaten, die überzählig waren. Das dient zur Abschreckung von irgendwelchen Viechern, die den Geruch angeblich nicht mögen. Hier haben wir noch mehr Rotkohl. Und hier hinten, da steht zwar Zucchini, aber ich glaube, das ist ein Feldkürbis. Das ist wohl irgendwie verwechselt gegangen. Die Winterzwiebeln, die habt ihr ja schon des Öfteren gesehen. Hier vorne haben wir Radieschen, Knoblauch. Dieser Knoblauch ist original aus Ungarn. Den haben wir mitgebracht von der Freundin. Gucken, wie der sich macht. Hier haben wir Weißkohl und Spitzkohl, der auch dank der Netze super aussieht. Dahinter die zweite Beet mit Weißkohl. Darüber haben wir Erdbeeren und dazwischen steht Lauch. Ich zeige euch das gleich nochmal genau. Bleiben wir hier vorne. Hier haben wir Fenchel. Noch ein Feldkürbis. Und hier sind rote Rübchen. Die haben wir aber vom Däner. Habt ihr gerade den Kuckuck gehört? Jetzt verstummt er. So, wir wollten hier oben nochmal gucken. Nochmal einen Blick ins Gewächshaus. Bei uns sind die Salattage angebrochen. Wir essen jetzt quasi jeden Tag so einen Kopf Salat. Und der Kohlrabi ist auch erntereif. Da haben wir auch schon zwei, glaube ich, verdrückt. Die essen wir roh. Und hier stehen Tomaten. Dann, das ist wie gesagt Erdbeeren mit Lauch dazwischen. Das sieht gut aus. Hier haben wir Pflücksalat, roten und grünen. Und hier der Kohlrabi bildet jetzt auch Köpfchen aus. Und hier ist das missratene Erbsenbeet. Ich glaube, hier kommt noch Zucchini rein. Aber die Zucchini, die wir vorgezogen haben, die haben uns die Schnecken weggefressen. Zu den Schnecken komme ich gleich nochmal ausführlich. Stachelbeeren, Johannisbeeren dahinter, auch schon gut zu erkennen. Und so sieht das aus bei uns im Garten. Wir haben
trotzdem noch überzählige Tomaten gehabt. Und die sind jetzt hier vorne eingezogen. Ich glaube, das macht sich dann auch ganz gut. Da noch mehr. Dann kommen wir noch mal zu dem Thema spanische Wegschnecke. Ich hatte darüber schon mal einen Film gemacht und ich bin jetzt der Letzte, der euch sagen will, was er in seinem Garten oder in ihrem Garten zu tun hat. Aber ich sage euch das, wie ich dazu stehe und wie ich darüber denke. Und da sind doch einige Fakten, die immer mal gerne wieder außen vor gelassen werden auf diesen zigtausend YouTube-Kanälen, die alle möglichen Hausmittel und todsichere Mittel gegen Schnecken euch verraten wollen. Es hilft aber wirklich letztendlich nur eins, bevor ich euch das erzähle. Vielleicht nochmal ganz klar ein paar Fakten. Vorher zeige ich euch noch was. Und zwar, ich habe hier in meiner Bücherkiste mal gekramt. Da habe ich Bücher drin, die umspannen so circa die letzten 100 Jahre, was es im Garten so zu wissen gibt. Zwei Bücher habe ich euch hier mal exemplarisch rausgeholt. Das hier ist von 1931. Krieg im Garten heißt das. Wenn du einen Garten hast. Ja gut, man muss den Sarkasmus vielleicht verstehen, wenn der Garten zum Kriegsschauplatz wird. Das andere hier ist 70 Jahre älter, biologischer Pflanzenschutz. Und da heißt es biologische Balance und Kriegserklärung des Menschen und weder das eine noch das andere ist 100% richtig oder 100%ig falsch. Das eine Buch, das idealisiert sehr stark. Und das hier von 1931, das ist mit allen möglichen Chemie-Cocktails, das hat sich auch überholt. Und ich meine, ich hatte auch früher Ulrike immer ein Jahresabo geschenkt von Kraut und Rüben. Und wir haben uns versucht, über diese Zeitschriften und Bücher halt schlau zu machen. Und jetzt nach Jahrzehnten, im Garten Jahrzehnte nicht, aber zwei Jahrzehnte sind es jetzt fast, ja, haben wir jetzt unsere eigenen Erfahrungen machen können, was Schnecken und anderes Getier anbelangt. Ich meine, das Hauptproblem, was das vermeintliche Hauptproblem oder das Sichtbare, das ist die spanische Wegschnecke. Und ich hatte euch eben die beiden Bücher gezeigt, die 70 Jahre auseinander liegen. Ich habe auch Bücher, die noch älter sind. Da kann man blättern und suchen, wie man will. Da gibt es keine spanische Wegschnecke, auch keine rote Nacktschnecke oder was weiß ich, sondern da gibt es die graue Wegschnecke, die hier heimisch war. Und das allein sollte schon mal verdeutlichen, was die letzten 50, 60, 70 Jahre hier angerichtet haben mit der spanischen Wegschnecke, die es vorher hier nicht gab, die aber mittlerweile die einheimischen Arten fast alle verdrängt hat, die ihren Siegeszug bis nach Skandinavien durchgezogen hat, bis in die osteuropäischen Länder mittlerweile. Und dann fragt man sich, ja, wie konnte das passieren, dass die Schnecke sich so verbreitet hat? Ich meine, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es mit der Globalisierung, dass es mit der massenhaften Verbreitung auch von Südfrüchten und Obst und Gemüse aus den südlichen Ländern hier zu einer Verschiebung kam. Und jetzt versuchen dann eigentlich zu relativieren, auch mit Gentests. Ja, aber die spanische Wegschnecke, die kommt ja gar nicht aus Spanien und tralala und der Mensch ist schuld und hallo ihr Lappen. Das ist mir völlig wurscht, ob die aus Spanien kommen, aus Portugal oder aus Nordafrika. Fakt ist, wir haben sie hier
Wir haben sie hier vermutlich eingeschleppt. Und das Hauptproblem ist, dass diese spanische Wegschnecke keine natürlichen Feinde hat. Wenn man von den chinesischen Laufenten mal absieht. Aber weder Igel noch Kröten noch sonst irgendjemand will diese Schnecke fressen. Man hat auch schon versucht, da irgendwie Gourmet-Rezepte draus zu machen, aber die schmeckt einfach mal so bitter. Und zweitens mal ist die Schnecke so resistent gegen alles Mögliche. Ich meine, wenn die dringend was zu fressen sucht, dann setzt sie sich aufs heiße Pflaster und holt da die Grashalme aus den Fugen raus. Also Trockenheit macht ihr jetzt nicht so zu schaffen, wie man das annehmen könnte. Ja. Und dann kommen dann die ganzen super Ratschläge. Ja, ihr müsst nur punktuell gießen. Ihr müsst dies, ihr müsst das. Werden davon irgendwie die Schnecken weniger? Nein, werden sie nicht. Und dann sind dann die YouTube-Kanäle mit Zehntausenden von Abonnenten, die aber Angst haben, Klickzahlen zu verlieren oder Abonnenten zu verlieren, wenn sie dann nicht mit der ganzen Wahrheit rausrücken. Sie sagen zwar, ja, müsst ihr Brettchen auslegen und die Schnecken absammeln. Ja, und dann, was mache ich mit den gesammelten Schnecken? Dann tut doch mal Butter bei die Fische. Denn dann kommt die nächste unbequeme Wahrheit. Wenn ich die Schnecken mit dem Eimerchen sammle und irgendwo anders hinschleppe, in den Wald oder sowas, damit tut ihr der Umwelt keinen Gefallen. Das hat auch der NABU schon festgestellt, dass die Schnecken auch im Wald erhebliche Schäden anrichten. Wie gesagt, sie verdrängt die einheimische Art, die Vielfalt geht verloren, sie richtet Schäden in Millionenhöhe an. Und dann kommen wir wieder zu sprechen auf den natürlichen Feind der spanischen Wegschnecke. Sie hat nur einen einzigen und das ist der Kleingärtner. Und warum handeln wir nicht dementsprechend? Weil wir uns wahrscheinlich immer wieder außerhalb der Natur stellen. Wir glauben, wir sind so stille Beobachter und wir sehen uns nicht als Teil der Natur. Im Gegenteil, wir teilen ein. Die Natur und überall, wo der Mensch eingreift, das ist Kultur. Aber der Mensch steht über beidem. Ich sehe das nicht so. Ich bin ein Teil der Natur und ich tue meine verdammte Pflicht als Teil der Natur und versuche, dieses Ungleichgewicht, das wir hergestellt haben, indem wir die spanische Wegschnecke auf ihrem Siegeszug gefördert haben und ihnen weiterhin ermöglichen, dass zumindest ich das tue, was notwendig ist. Und das heißt, Schnecken töten. Und wem das zu brutal ist, dann mache ich es wie bei den Wölfen, dann sage ich, ich entnehme die Schnecken. Und es macht mir keine Freude. Töten macht mir generell keine Freude. Es ist auch nicht so, dass ich einen Mangel an Empathie habe. Wer mich hier sieht, wie ich Bienen aus dem Teich fische, die der Wind da reingeweht hat, oder wie ich anderen Tieren rette, wie ich hier ganze Biotope geschaffen habe für Insekten. Ich meine, ich habe hier den Totholzhaufen, ich habe den Teich, ich habe die Blumenwiesen. Ich versuche das alles so insektenfreundlich wie nur möglich zu machen. Aber die spanische Wegschnecke, die schafft hier ein Ungleichgewicht. Und daher gibt es nur eins. Eine Gartenschere, ein kurzer Schnitt, Schneckenkorn, weil wir nicht jeden Tag und jede Stunde hier sein können. Das ist auch eine Ausgabe, wo ich das Geld lieber woanders ausgeben würde, weil Schneckenkorn kriegt man auch nicht nachgeschmissen. Und dann, wenn man sie denn absammelt, dann töten mit kochendem Wasser, mit Salz. Und ich will die Tiere nicht quälen. Das ist auch. Sie müssen dezimiert werden. Ich meine, guckt euch die Vermehrungsraten an. So, und wem jetzt diese Wahrheit nicht passt, dann deabonniert meinen Kanal, aber ich erzähle euch hier keinen Mist. Das ist, wie es ist. Und tut mir leid, wenn ich mich jetzt etwas in Rage geredet habe, aber ich kann dieses ganze dumme Geschwätz, das geht mir sowas von auf den Senkel. Und deswegen muss ich immer Tacheles reden. Und das kann ich mir erlauben, weil ich eben Kleingärtner bin und kein YouTuber. Wir sind Klickzahlen, sind mir völlig uninteressant. Ich meine, ich freue mich über jeden Abonnenten, weil ich dann weiß, okay, mit meinen Sichtweisen habe ich auch anderen geholfen. Ich kann inspirieren. Aber ich muss damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen. Deswegen nenne ich Unkraut Unkraut. Und nenne das Schneckenproblem beim Namen. So, hier ist übrigens eins dieser Biotope, von denen ich eben erzählt habe.
Ihr seht zwar hier außen Azaleen, aber wenn ihr genauer hinguckt, da seht ihr da totes Holz und alles, was ich an dickeren Ästen habe, das landet hier hinten. Und die unterste Schicht, der unterste Kern des Haufens, sage ich mal so, das sind Steine mit Trockenräumen, wo auch, was weiß ich, Kröten, Mauswiesel, wer auch immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. So, das ist das eine. Den Teich, den habe ich schon oft genug gezeigt. Aber das ist so, wie es ist. Und ihr seht hier unten, ich hatte so einen Short reingestellt. Hier diese eine Abdeckung von dem, die hatte der Wind runtergeweht und da waren ca. 50, 70 Schnecken auf diesem einen Quadratmeter hier. Also wenn ihr sammeln wollt, dann holt ihr so eine Welle und legt sie auf den Rasen. Gut. So, das war mal wieder ein Video der anderen Art. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr verschreckt, aber bei manchen Sachen, da platzt mir auch manchmal die Hutschnur und dann ist es so, wie es ist, dann sage ich das, was ich denke. Muss nicht jeder mit mir konform gehen, aber das ist das, was uns die Erfahrung im Garten hier gelehrt hat. So, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.